Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Wir sehen jetzt den amerikanischen Spielfilm Der Club der toten Dichter. Peter Weir hat ihn 1988 inszeniert und Hollywood-Star Robin Williams spielt darin einen warmherzigen, humorvollen Lehrer, der die Liebe seiner Schüler zur Poesie und den Mut zum Leben lehrt. Wir zeigen Ihnen diesen Film in Zweikanal-Tontechnik und falls Ihr Gerät für Stereoempfang ausgerüstet ist, dann können Sie auf Kanal 1 die deutsche Fassung und auf Kanal 2 die Originalfassung empfangen.